Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing von der aktuellen Blissim-Box. Das war ja mal die Birch-Box. Jetzt ist es schon das zweite Mal die Blissim-Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im November hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wobei, ist es die Oktober-Ausgabe? Ist es die November-Ausgabe? Ich habe die am 31.10. habe ich sie bekommen. Heute ist der 1.11., wo ich das Video drehe und am 2.11., also morgen geht das Video dann wahrscheinlich online. Ja, weiß ich nicht. Ne? Keine Ahnung, wann. Also ich denke, das ist die November-Box. Wir gucken einfach gleich mal rein. Es ist eine französische Box. Ja, also das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, wird auf Französisch sein. Aber wir haben ja den Online-Zugang, dadurch, dass wir Abonnent sind. Da sind die ganzen Produkte auf Deutsch abgebildet, beziehungsweise auf Deutsch beschrieben. Stellt am besten in eurem Browser ein, wenn ihr das über den Laptop macht, geht das nämlich. Da öffnet sich bei mir immer oben ein Fenster, das man halt auswählen kann. Möchtest du es auf Deutsch oder möchtest du es auf Französisch angezeigt bekommen? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir wird es dann immer so angezeigt. Moment, Sammy, komm mal hier. Komm mal hier. Der kleine Mann, der wuselt hier schon die ganze Zeit rum. Ich glaube, der will einfach nur, dass ich ihm mal kurz sein Halsband abnehme. Ist das gut, Maus? Ja, der sitzt natürlich im Fellwechsel und dann juckt alles immer so bei ihm. Und dann will er immer, dass Frauchen ihn krault und lieb hat. Ich meine, das macht Frauchen ja sowieso ganz gerne. Ne, Maus? Kannst du dich nicht beschweren, ne? Jetzt guckt er mich an wie so ein verschlafener Hund. Ist er auch verschlafener Hund. Okay, auf jeden Fall kann man das normalerweise auswählen. Und dann kriegt man die ganzen Produktbeschreibungen und so weiter, alles auf Deutsch. Genau, ja. Nur so als Randinfo. Wenn ihr die abonnieren möchtet, dann könnt ihr das gerne über den Link in meiner Infobox machen. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Dann bekommt ihr die ein bisschen günstiger. Ich sammle dadurch auch so ein paar Punkte und kann dann auch dort im Blissim Online-Shop stöbern gehen. Man kann, wenn man Abonnent ist, halt auch die ganzen Produkte vergünstigt bekommen. Sei es den Adventskalender, den kriegt man sogar 10 Euro günstiger. Ich verlinke die hier oben mal mein Unboxing. Den bekommt man als Abonnent für 49 Euro, als Nicht-Abonnent für 59 Euro. Und der lohnt sich schon sehr und der ist wunderschön gestaltet. Wir haben hier nämlich tatsächlich auch den, das Design von dem Adventskalender bei diesem Heftchen. It's a Christmas Story. Und das ist der Katalog de Noël 2020. Also das ist der Adventskatalog 2020, der hier so mit beilag bei der Box. Ich denke, das ist einfach so zum Stöbern, dass man guckt, was gibt es so. Ist alles auf Französisch, aber Leute, bei Beauty haben wir ja die Bilder, ne? Und da sind dann halt einfach ein paar Produkte abgebildet. Ein bisschen Werbung, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich sehe hier nicht irgendwelche Abonnentenvorteile oder sowas. Ich meine, hier steht halt überall, was es kostet als Abonnent oder als Nicht-Abonnent. Natürlich, wenn man jetzt Französisch sprechen könnte, wäre das wundervoll, weil dann würde man auch verstehen, was da steht. Aber man kann es alles auf der Homepage auf Deutsch, wie gesagt, nachlesen. Hier sind auch ein paar Inspirationen. Also das ist neu, ne? Die Birchbox ehemals ist jetzt Blissim und da gibt es so ein paar Inspirationen und neue Veränderungen. Finde ich irgendwie ganz cool. Was ist das? Oh, La Wishlist de vos rêves. Deine Wunschliste für deine Träume. Ach süß. Ja gut, egal. Wir gucken jetzt in die Box mal rein. Die ist jeden Monat anders gestaltet. Letztes Mal hatten wir so eine Schubladenbox. Dieses Mal haben wir eine Boxbox. Und ja, wir schauen mal rein. Wir haben meistens hier auch Produkte in einer sehr, sehr kleinen Größe, sodass man es einfach mal austesten kann. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt sich eigentlich schon. Ich habe jetzt einfach mal den Deckel entfernt. Wir haben hier nicht wirklich Verpackungsmaterial mit dabei. Das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Denn letztes Mal hatten wir auch so eine Blush-Palette mit dabei von Mayi, die ich übrigens ersetzt bekommen habe. Nur mal by the way, ich habe eine komplette neue Box zugeschickt gekriegt, ne? Mit anderem Inhalt tatsächlich sogar. Also vielen, vielen Dank, liebes Blissim-Box-Team. Genau, hier haben wir den ersten Blick in die Box. Wie gesagt, kein Verpackungsmaterial. Da kann es dann halt passieren, dass es vielleicht mal nicht ganz so heile ankommt. Hier haben wir einen 30% Gutschein drin, wenn man über 119 Euro dort shoppt und das ist ein individueller Gutschein, deswegen zeige ich den natürlich nicht in die Kamera. Le Programme de Fidélité Blissim, chez Blissim, plus vous shoppez, plus vous gagnez des cadeaux. Achso, je mehr du halt shoppst, desto mehr Geschenke bekommt man halt auch, klar. Und du kannst dir auch die ganzen Punkte sammeln und kannst dann im Reward-Shop einkaufen gehen und bekommst dann ein paar Sachen gratis. Es war, als es noch Birchbox hieß, ein bisschen cooler, weil da konnte man halt direkt die Punkte umwandeln, wenn ich jetzt einen Einkaufskorb über 50 Euro hatte oder so, dass ich direkt anklicken konnte, in Punkten bezahlen.
Jetzt geht das nur noch bis maximal 20 Euro, dass man Punkte einlöst und ansonsten kann man halt Produkte auswählen, die man gerne dafür hätte, aber die sind halt auch ausgewählt. Das finde ich ein bisschen schade. Es war vorher ein bisschen cooler, um ehrlich zu sein. Da konnte ich deutlich mehr sparen und ja, dieser Gutschein geht bis zum 10. Dezember 2020. Okay, muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas finde, was ich cool finde. 30% Rabatt ist natürlich ganz schön viel. Dann haben wir hier auch noch irgendwie einen Gutschein für die Ginger Box. Das scheint so eine, weiß ich nicht, eine Frauenbox zu sein. Die sagt mir jetzt so nichts. 15,90 Euro pro Monat kostet die. Kenne ich nicht. Na gut. Ich habe ja schon ein paar Boxen. Okay, jetzt schauen wir uns mal das erste Produkt an. Und zwar ist das von Minus 417 Sensual Essence Intense Volumizing Matt Shampoo. Das ist ja interessant. Also das scheint ein Schlammshampoo für die Haare zu sein. Wahrscheinlich ist es dann halt wirklich auch etwas mehr, was ist das wohl, Sammy? Reinigender, genau. Kann ich mir auch gut für die Kopfhaut vorstellen, nur zur äußeren Anwendung. Und hier sind 40 Milliliter drin, das ist gar nicht mal so wenig. Mir gefällt auch die Verpackung, das ist sehr, sehr hübsch. Riechen wir mal dran. Riecht so nach nichts hier raus, ist auch noch verschlossen. Ja, also wir werden hier immer ganz gut versorgt, um das mal so zu sagen. Und wenn man Abonnent ist, dann bekommt man auch direkt auf der Homepage angezeigt, welche Produkte man halt in der Box hat, um, wenn man möchte und einem das gefällt, die dann nochmal nachzukaufen. Ne? Dann werden die auch nochmal in der Full Size angezeigt. Und hier habe ich eine Parfumprobe drin von Cacharel Eau de Parfum. Das ist das Yes I Am. Und wir haben hier drin, was ist das? Wie viel Milliliter haben wir hier wohl drin, Sammy? 1,2 Milliliter. Ja. Also ne, hier hast du auch ab und an mal eine Parfümprobe mit drin, was ich persönlich jetzt nicht so ultimativ gut finde. Zumal ich jetzt durch die ganzen Adventskalender natürlich ziemlich viele Parfümproben hier habe. Ich werde auch nicht nur ein Parfum-Miniaturen-Adventskalender basteln, sondern auch einen kompletten Parfum-Proben-Adventskalender, weil ich habe so viel davon, Leute. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Okay, als nächstes haben wir hier ein Produkt von Garancia Paris L'Arme de Phoenix. Ein Swarm Booster Seal Eyelash Booster. Ein Wimpernserum ist das, Leute, mit 2,5 Millilitern. Wimpernseren sind so toll. Also, jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, was ein Wimpernserum mit einer Person anstellen kann, die vorher so kleine Schweinsäuglein-Wimpern hatte. Ich hatte wirklich nicht schöne Wimpern. Gesundheit. Die waren sehr, sehr kurz. Gesundheit. Sehr, sehr undicht und mittlerweile ist es echt so Wum. Ich meine, ja, ich trage jetzt gerade auch ein Fullface High-End in meinem Gesicht. Dementsprechend Gesundheit haben wir auch, Entschuldigung, haben wir natürlich auch sehr hochpreisige Produkte hier verwenden können. Aber Leute, ganz im Ernst, ich bin angefangen mit dem Isana Wimpernserum, bin dann immer weitergegangen und habe jetzt mittlerweile das von M. Asam oder von Asam Beauty. Ich weiß nicht, ich verlinke euch das mal in der Infobox. Und ich liebe Wimpernseren, weil ich einfach merke, was Wimpernseren anstellen können. Ne? Das ist so krass und deswegen freue ich mich hierüber sehr. Ich mache das jetzt bewusst nicht auf, weil es ist halt 12 Monate haltbar. Und man braucht für diese 2,5 Milliliter, ich sag mal, ein halbes Jahr, um die aufzubrauchen. Ne? Und wenn ich das jetzt aufmache und ich habe letztens erst ein neues Wimpernserum angefangen, dann kippt mir das zu schnell. Das möchte ich nicht. Mausi, das möchte Frauchen nicht. Dann haben wir hier von Hokaran L'Huile Stupefiante Huile Visage und Körper. Also ein Face and Body Oil ist das für Gesicht und Körper. Mit Cannabis Sativa Öl. Okay. Interessant. Die Marke sagt mir nichts. Und das finde ich eben auch so cool an der Blissim Box, dass man hier halt auch so ganz, ganz andere Produkte drin hat. 7 Milliliter sind hier enthalten. Und das kannst du halt für dein Gesicht und deinen Körper verwenden. Ciao. Hat so einen leicht kräuterigen Duft. Und ja, das werde ich auf jeden Fall mal austesten. Finde ich ganz cool. 99% natürlichen Inhalts sind die Inhaltsstoffe. Also wir haben hier oft Produkte mit dabei, die halt wirklich auch sehr natürlich sind von den Inhaltsstoffen her. Gut, dann haben wir hier von Pai etwas drin. Pai ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Da hatten wir jetzt schon mehrfach, oder war das Pai? Pai oder Pai? Weiß ich gar nicht. Dieses Öl, Hagebuttenöl. Ne? Das ist sehr, sehr hochpreisig und das hier ist Lift Makeup Away. Lift Work Rosehip, also auch wieder mit Hagebutte, Cleansing Oil. Das ist ein Reinigungsöl fürs Gesicht mit 10 Millilitern und damit kann man sich dann wohl abschminken.
Nicht schlecht, Herr Specht. Ne? Also hier haben wir echt Marken drin, die wir jetzt so langsam vielleicht kennenlernen, aber das sind eher so Indie-Brands, die du jetzt nicht so kennst, ne? Vor allem hier in Deutschland. Ich finde es cool, deswegen habe ich die auch gerne im Abo und die wurde mir auch von einem von euch empfohlen. Das finde ich echt cool, deswegen, ja. Okay, hier haben wir einen Body Wash drin von Innovet. Innovet hatte ich in meiner allerersten Glossy Box einen Pinsel von drin. Da erinnere ich mich echt hardcore noch drin. Das ist die By the Sea Edition gewesen. Und das war so ein Muschelpinsel irgendwie, so ein türkiser. Mega witzig. Okay, ja. Aber dieses hier werde ich nicht verwenden, denn das ist mit Zitrone. Ja, Lemon Honey Shower Gel, also mit Limone und Honig. Was natürlich per se ganz nett ist, aber ich hasse Zitrone als Duschgel oder als Bodylotion oder so. Ich kann es nicht haben, denn unsere Reinigungsmittel sind hauptsächlich so mit Zitronenduft. Und dann, wenn ich unter der Dusche stehe, dann möchte ich, dass ich in einen Rosengarten entführt werde. Ich möchte das Herbal Essences Gefühl unter der Dusche haben, als würde ich unter einem Wasserfall stehen. Ich möchte mich wie in der Natur fühlen und wundervolle Düfte wahrnehmen. Aber ich möchte nicht riechen, wie wenn ich mein Klo putze. Jetzt mal ohne Witz. Deswegen ist es nicht unbedingt was für mich. 75 ml sind hier enthalten und das wird dann wahrscheinlich jetzt demnächst mal verlost werden oder in einen Adventskalender kommen. Und ja, ne? Aber auch Innovet ist eine Marke, die jetzt nicht unbedingt billig ist. So, und das waren jetzt die 5 Produkte plus eine Parfümprobe. Ich persönlich fand die Box mal wieder sehr gelungen. Ich finde, dass wir hier wieder so ein bisschen mit auf die Reise genommen worden sind. Ein bisschen dekorative Kosmetik wäre hier ganz cool gewesen, wobei die das auch so ein bisschen, dadurch aufgefangen haben, dass wir hier zum einen das Wimpernserum mit dabei haben, was für mich auch so ein Stück weit zu dekorativer Kosmetik zählt, weil das bereitet natürlich darauf vor, dass du irgendwann Wumlashes hast. Und auch Parfum ist für mich dekorative Kosmetik, deswegen ist das okay. Also gelungener Inhalt, schöne Pflege, schöne Düfte und ja, wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei, falls euch das Ganze interessiert. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!